Eine der größten Ehren der Bundesrepublik Deutschland ist der Erhalt des Bundesverdienstkreuzes. Da sollte man meinen, dass nur wenigen Menschen diese Ehre zuteil wird und sehr genau ausgewählt wird, wem es denn überreicht wird. Umso erstaunlicher, dass in jeder Legislaturperiode mehrere Bundestagsabgeordnete das Bundesverdienstkreuz überreicht bekommen. Eine Praxis, die vielen seltsam anmutet, zum Beispiel Jan Korte. Er sitzt für die Partei Die Linke im Bundestag und seine Kritik wollen wir jetzt mal mit ihm besprechen. Wunderschönen guten Morgen, Herr Korte. Ja, moin, frohe Ostern. Moin, moin und frohe Ostern. Also die Politik zeichnet sich selbst aus. Das ist sozusagen so die Idee, die Ihnen, glaube ich, ein bisschen aufstößt, oder? Ja gut, das halte ich nun wirklich für selten behämmert, dass ausgerechnet sich die politische Elite, wenn man so will, gegenseitig in Orden umhängt. Zumal du als Abgeordneter, du verdienst wirklich sehr viel Schotter für die Arbeit, die du machst. Du hast große Privilegien. Da muss man sich jetzt auch noch gegenseitig irgendwie Orden um den Hals binden. Ja, jetzt könnten natürlich böse Zungen sagen, Mensch, der Jan Korte sagt sich, alle kriegen eins, nur ich nicht. Deswegen ist der sauer. Ja gut, das wäre wirklich berechtigt, wenn ich eins bekommen würde. Das ist auch unumstritten. Aber ich würde es ja auch nicht annehmen und ich glaube, meine Fraktion würde mir auch nicht vorschlagen. Herr Korte, mal ganz kurz zur Praxis. Wer darf denn Kandidatinnen für das Bundesverdienstkreuz überhaupt vorschlagen? Könnte ich das als Bürger tun? Nö, ne? Ja, doch, du könntest es tun. Also es gibt da zwei Ebenen. Man kann in dem Bundesland, in dem man lebt, schreibst einen Brief, hier mein Nachbar, cooler Typ, macht coole Sachen, was weiß ich, Osterfeuer und macht hier Dorffeste, was weiß ich. Und dann schreibst du an die Staatskanzlei, die prüfen das dann, als sozusagen die formalen Voraussetzungen gegeben sind, dass das also ein Bürger aus dem Bundesland ist. Und die wiederum schicken das dann an die, wie soll ich es nennen, an die Ordenumhängabteilung im Bundeskriminalamt. Und die prüfen das dann natürlich nochmal in besonderer Weise. Und dann kann man das bekommen und das wird dann in den Ländern, glaube ich, meistens so, was weiß ich, so Innenminister, Landräte oder der Ministerpräsident hängt einem das um. Das ist die eine Seite und dagegen ist ja zunächst mal nichts zu sagen, wenn man da vernünftig, was weiß ich, so Bürgermeister, die was gegen rechts machen und so. Ich finde, die sollten ruhig einen Orden bekommen. Und die Praxis, um die es uns geht, ist halt die, dass man nach Proporz, also nach der Größe der Fraktion, irgendwie aktuelle Abgeordnete oder ehemalige Abgeordnete auszeichnen kann. Und das kann man ja mal schlicht einfach mal schön sein lassen. Okay, das ist sozusagen, also man würde alles behalten und nur diese extra Abgeordneten auszeichnen. Jetzt könnte man aber natürlich auch sagen, aber das sind doch Leute, die sich jetzt, selbst wenn sie eine andere politische Meinung haben als ihr zum Beispiel, doch immerhin durch ihre Arbeit im Bundestag, im Parlament verdient gemacht haben in Deutschland. Also ich beklage ja zum Beispiel immer, dass viele Leute denken, Politiker sind faul und egal, ob mir gefallen, was die machen oder nicht, die meisten machen jedenfalls sehr viel, ne? Ja, das stimmt. Ein paar Faule gibt es natürlich auch. Ja. Redaktion auch. Aber die meisten machen natürlich schon da vernünftig ihre Arbeit. Nur, ich habe das ja gesagt, wir verdienen Geld, wir bekommen eine hohe Diät von fast 10.000 Euro. Das kann doch nicht sein, da muss man doch nicht noch einen Orden umgehangen bekommen. Man ist schon. Okay, ist kein Ehrenamt, verstehe ich. Ja. Was soll das denn? Das ist doch echt lächerlich. Gibt es denn überhaupt Politikerinnen und Politiker, die aus Ihrer Sicht ein Bundesverdienstkreuz bekommen sollten oder verdient hätten? Ja, du, da denke ich, also sämtliche Mitglieder meiner Fraktion, finde ich, verdient. Aber nein, ich finde, das braucht gar kein Politiker. Was soll das denn bitte? Also wir haben davon auch erst einmal in den letzten 20 Jahren Gebrauch gemacht und das ging an Ihre Kollegin Luke Jochensen, die ehemalige Chefredakteurin vom Hessischen Rundfunk, die ja damals auch als eine der ersten Frau diese Position hatte und eine extrem kritisch linksliberale Programmatik dort verfolgt hat. Und da haben wir das einmal vorgeschlagen. Und ansonsten, also um mal ein positives Beispiel zu nennen, wer es, finde ich, zum Beispiel sehr verdient hat, das war zum Beispiel Beate Klaasfeld. Das war unser Freund, man muss es so sagen, Joachim Gauck, der das damals durchgesetzt hat, dass sie einen bekommt, also für ihren antifaschistischen Kampf, sowas, das hat eine hohe Symbolik, das unterstütze ich. Oder was weiß ich, so Ehrenamtler oder Initiativen jetzt, die Flüchtlingen helfen, die Spenden sammeln. Ich finde, solche Leute, da kannst du eine Anerkennung zollen, aber nicht, dass wir uns jetzt auch noch hier Orden im Bundestag umhängen. Also wirklich, das ist doch echt daneben. Also, Orden ja, aber nicht unbedingt für Leute, die bezahlte Politiker sind, sagt Jan Korte selber im Bundestag für die Partei Die Linke. Von uns kriegt er einen Sonderorden, weil er am Ostersonntag für ein Interview zur Verfügung steht. Vielen herzlichen Dank. Einfach geil, ich freue mich. Am Band, okay. Ciao. Ciao. Schöne Ostern noch.